Herr Kainert, wenn man sich das so anschaut, sind Sie ja weniger Speicherdienstleister oder Speicherlösungsanbieter, sondern eher IT-Bude, oder? Wir sind schon Lösungsanbieter, das ist richtig. Aber wir bauen nicht per se nur die Hardware für den Speicher, sondern unsere Kernkompetenz liegt in der Software, in dem Betriebssystem. Aber diese Betriebssysteme lässt sich dann nur verkaufen mit entsprechender Hardware. Und deshalb, wir haben da in Siemens auch einen guten Partner, der für uns die Speicher bauen kann mit unserer Kernkompetenz. Und somit können wir das vermarkten und können eine Lösung bieten. Jetzt haben Sie Siemens erwähnt. Sie sind offen für alle Speicherhersteller oder sind Sie an Siemens gebunden? Nein, wir möchten ja, unsere Vision ist ja, dass wir jedes Haus zum Kraftwerk machen, dass wir einen großen Beitrag zur Energiewende leisten. Und da ist es natürlich uns recht, wenn da möglichst viele Speicherhersteller auch sich an unserem Betriebssystem anschließen und den Pool eben größer machen. Und somit können wir vielleicht auch, was die ganze Netzübertragung betrifft, da einen Beitrag zu leisten, dass die nicht ganz so stark ausgebaut werden muss. Ist es denkbar, dass die Speicher auch im Verbund nicht nur im Regelleistungsmarkt eingesetzt werden, sondern auch im Intraday-Handel beispielsweise? Also Intraday-Handel dient eher zur Unterstützung von der Primärregelleistung im Moment. Es ist so, dass wir nicht nur auf die Primärregelleistung fixiert sind, sondern wir können uns auch vorstellen, andere Kombinationen mit dem Speicher zu machen. Letztendlich dient der Speicher mehr oder weniger, das Netz zu unterstützen, die Energiewirtschaft zu unterstützen. Und das, was eben am interessantesten ist, das machen wir. Somit haben wir auch einen Plan B. Wenn mal die Primärregelleistung vielleicht nicht mehr das lukrativste sein sollte, dann könnte man auch was anderes machen. Also somit haben wir eigentlich eine Investitionssicherheit durch den Speicher oder durch die Flexibilität, die wir haben mit dem Speicher und unserem Betriebssystem. Dankeschön.